Willkommen zum Schlagabtausch. In dieser Folge nehmen wir euch live mit ins wunderschöne Elbflorenz. Ab geht's nach Dresden. Bam. Herzlich willkommen zum Schlagabtausch. Der Podcast vom Drums & Percussion Magazin. Für alle Schlagzeugbegeisterten. Wir sind Dirk Brandt und Timo Ickenroth. Mit Tipps und Stories und dem Allerneuesten aus der Schlagzeug- und Percussion-Szene. Viel Spaß beim Hören. Der heutige Podcast wird euch mit freundlicher Unterstützung vom Music Store Professional aus Köln präsentiert. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch alle sehr herzlich zur 71. Episode des Schlagabtauschs. Und mir gegenüber sitzt ein immer noch, und ihr werdet gleich auch erfahren, warum, unrasierter Dirk Brandt. Hi Dirk. Ja, hallo alle zusammen. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Lieber Timo, ja, das war schon eine spannende Sache, unser Podcast live in Dresden oder live aus Dresden besser gesagt. Bevor der Timo einen kleinen Randaum macht, was wir denn so alles mit euch da gleich bereden werden, vorab. Es war unser erster Live-Podcast in Anführungszeichen. Das heißt, wir haben irgendwelche Audiospuren von den Mischern dort bekommen und die habe ich versucht zusammenzuschustern und wir haben verschiedene Interviewpartner gehabt und mit den Aussteuerungs mit den Levels. Ich habe da eine Menge Arbeit reingesteckt. Ich hoffe, ihr könnt alles gut verstehen. Aber zum Beispiel, wie gesagt, wir lernen wieder. Wir sind ja lernfähig. Wir haben zum Beispiel kein Ambience-Mikrofon. Das heißt, wenn das Publikum Sachen hereingerufen hat, die sind manchmal nicht ganz so leicht zu verstehen. Ich wollte aber die Spuren, weil die dann über alle anderen Mikros wieder mit drin sind, nicht extra laut machen, dann werdet ihr wieder umgefallen. Also seht es uns ein wenig nach. Irgendwie, es ist nicht ganz so perfekt ausgesteuert wie sonst, aber es ist auf jeden Fall eine sehr lustige Sache mit sehr lustigen Anekdoten geworden. Und der Timo macht jetzt einen kleinen Rundown für euch, was euch denn gleich erwartet. In unserem Live-Podcast auf dem Dresdner Drum & Bass Festival hatten wir im Interview den Zacki Matthias Bartel, Kira Kyoto, wir haben einen Schlagzeuger bin ich gespielt und es ging auch noch um Songs erraten. Also eine Menge wurde dort geboten. Bevor wir jetzt in den Live-Podcast reingehen, lasst uns noch ein paar Dankeschöns loswerden an wichtige Menschen, die uns dort den Tag versüßt haben. Das ist natürlich erstmal allen voran das gesamte Team vom Dresdner Drum Bass Festival mit dem Matthias Bartel, dem Philipp Bremer, Richard Schulz-Koppi, allen Helferinnen und Helfern, die unfassbar fleißig waren. Das ganze Catering-Team, die uns von morgens bis abends mega umsorgt haben und natürlich den Technikern, dem Florian und den Frankie und allen, die auf irgendeine Weise involviert waren. Das war ein ganz großartiges, ja, eine ganz großartige Aktion, die dort auf die Beine gestellt wurde. Und dann geht noch ein Dankeschön raus an die Firma Rohema, an Pearl, die uns netterweise ein paar Giveaways zur Verfügung gestellt haben, die wir dort live unter die Leute gebracht haben. Und natürlich, wir dürfen nicht vergessen, ja, der Drums und Percussion nochmal Danke zu sagen dafür, dass wir hier einen Podcast haben und dass wir so schön auch von der Drums und Percussion ja, in die Welt hinaus geschickt werden. Also großen Dank auch an alle Firmen. Und jetzt, lieber Dirk, gehen wir live nach Dresden, oder? Jupp, bam. Vielen Dank, herzlich willkommen. Mein Name ist Timo Ickenroth und mein kongenialer Partner Dirk Brandt. Einen Applaus für Dirk Brandt, bitte. Schönen guten Tag zusammen. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Hallo. Wir sind heute hier einen Live-Podcast am Aufnehmen. Ich gehe doch davon aus, dass uns alle kennen, den Schlagabtausch-Podcast zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Apple Music, Spotify. Wir sind der offizielle Podcast des Drums & Percussion Magazins. Und wir freuen uns heute hier live, zum ersten Mal live dabei sein zu dürfen. Und wir haben gedacht, wir holen uns ein paar Interviewpartner
auf die Bühne und wir legen direkt mal mit dem ersten los, denn der Mann ist busy ohne Ende und hat einfach keine Zeit. Und deswegen, herzlich willkommen, Zacki Zucker. Genau, der Zacki kommt als erstes. Hey! Den werden wir jetzt kurz mal hier ein... Schön, dich zu sehen, mein Lieber. Schmeichen. Schmeichen. Ein Schmeißen, wollte ich sagen. Weil der Zacki, nicht vergessen, um 16 Uhr oben im Lofthaus ist sein Workshop. Also unbedingt alle, kommt vorbei. Zacki, du bist zum zweiten Mal die Dresdner Drum Festival, oder? Und erzähl doch mal gleich so ein bisschen, was kommt bei dir im Workshop vor? Nimm mal hier das Mikro. One, two, one, two. So macht man das, ne? Genau. Ja, man merkt, wir sind Schlagzeuger, das merkt man sofort. Ja, bei mir, es geht darum, wie finde ich meinen eigenen Groove? Darum okay. geht es bei mir halt. Ne? Wie kann ich den finden? Wie ist mein Stil eigentlich? Und das finde ich mit das Wichtigste. Man kann noch so viele Rudiments spielen können, vorne nach hinten, Dreiergruppen, Vierer, Fünfer, Sechser, alles Mögliche. Aber wenn man seinen eigenen Stil nicht hat, man kann noch so gut spielen. Wenn man seinen eigenen Stil nicht hat, bringt das alles nichts. Weil man muss ja sich selbst rüberbringen. Das heißt, du nimmst die Teilnehmer an der Hand und gibst Informationen darüber, wie sie quasi dies erreichen können. Ganz genau. Dann bist du noch heute Abend für mich mit der Basslegende aus Deutschland und mit dem Frank Itt unterwegs und Markus Demel. Das heißt, ihr seid früher Arrowhead und es ist, glaube ich, nach langer, langer Zeit das erste, zweite Konzert wieder. Das erste Reunion. Das erste sozusagen. Reunion. Das erste Konzert hier auf dem Dresdner Drum & Bass Festival. Ja, das passt doch. Ast rein. Und was macht ihr dort für Musik? Es ist ja jetzt nicht Metal, weil wir haben gleich noch den Co-Founder des des Dresdner Drum und Bass Festivals hier. Was macht ihr heute Abend? Wir machen gewohntes Arrowhead-Programm, das heißt aber alles instrumental ohne Gesang. Ja. Das wird so rockig, funkig, bluesig, würde ich mal sagen, halt, ne? So, wie man eigentlich Arrowhead, also die Arrowhead-Fans, da werden heute Abend wahrscheinlich auch einige da sein, so kennt man Arrowhead und so wird Arrowhead auch weitermachen und ja, ich hoffe, dass das Anklang findet. Zacki, du kennst jetzt einige Drum-Festivals. Ja. Was macht denn für dich jetzt das Dresdner Drum-Bass-Festival so besonders? Gibt's da was, irgendwas uns sagen kannst dazu? Ja, interessant ist, dass kurz vor Schluss noch alles nochmal umgeworfen wird, halt, finde ich super. Das ist Dresden, so kennt man es. Das ist Dresden, wie man es so kennt, halt, aber ist super, nein, finde ich top. Also ich finde halt hier, dass das eine total lockere Atmosphäre ist und dass hier wirklich sehr interessierte Menschen hinkommen und wir alle zusammen richtig viel Spaß haben und darum geht's am Ende immer. Genau. Und das ist nämlich, wir Trommler sind eine besondere Spezies, aber die beste Spezies, oder? Gebt ihr mir recht? Und danach kommen die Bassisten. Weil ohne die geht es ja nicht, weil man muss ja das Fundament unten haben. Zacki, du bist, glaube ich, ziemlich in Zeitdruck irgendwie von... Du musst aufbauen. Du musst aufbauen. Also, um 16 Uhr verpasst es nicht, den Drum-Workshop mit Zacki Zuckers Zacki, dass du extra, er hat eben gesagt, komm, ich komme ganz kurz 5 Minuten mal runter. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und nicht verpassen, 16 Uhr Zacki Zuckers oben im Loft hast. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ich wünsche euch nachher viel Spaß. Danke. Und kommt nachher zu Arrowhead. Das lohnt sich. Also, das ist ein geiles Programm heute Abend. Super. Danke schön. So, und jetzt geht es ja Schlag auf Schlag hier weiter, denn wir haben den Founder, Co-Founder, Gründungsmitglied von Dresdner Drum Bass Festival. Ein herzliches Willkommen an Matthias Bartlein, den größten Applaus. Den größten ever. Applaus, den es überhaupt gibt. Boah, der Matthias, für dich stehe ich sogar auf. Hammer. Ja, unbedingt. Vielen Dank. Also, wir sind schon beim 17. Das für Laden hier. Da ist Gaffertape dran geklebt, habe ich gerade gesehen. Das hält einfach alles. Gaffertape ist super. Das also ist wir waren es nicht, ne? Na, ich nicht. Also über dich kann ich nicht sprechen. Nein, ich war es auch nicht. Wir sind beim 17. Drum Bass Festival. Also wahnsinnig genau. Lange Zeit. Und du bist ein Gründungsmitglied. Richtig. Des Ganzen. Und erzähl doch mal, vielleicht sind auch nicht alle das 17. Mal dabei. Wie kam es zum ersten Drum Bass Festival? Vielleicht erinnern sich einige noch an den... Wir wollen ja authentisch sein, ne? Ja, sehr schön, sehr schön. Also bitte nochmal, ich kann die Durchsage auch übernehmen. Wir brauchen im Lofthaus noch Leute, die was hin und her tragen.
Also, ja, Drumfestival. Also, es fing als Drumfestival an. Normalerweise, oder eigentlich wollte ich mit dem Robert Eisfeld, der das Ganze mit mir ins Leben gerufen hat, Musik machen. Und dann haben wir irgendwie gemerkt, dass wir ständig Ideen haben und ins Erzählen kommen. Ich hatte damals schon veranstaltet und er hat mir die Idee von dieses Konzept Drumfestival vorgestellt. Wir haben es probiert, wir dachten, okay, rein lokal. Wir hatten zwei Headliner, Benny Greb und Felix Lehrmann. Benny hatte ich damals noch am Strand bei Straßenmusik kennengelernt irgendwie. Das war also Wahnsinn. Wirklich alles so unter der Hand und aus dem Stand waren mehr Leute da als heute hier, muss ich dazu sagen. Aber die hier sind mit Herzen. Ja, natürlich. Aber es hat aus dem Stand super funktioniert und Riesenlaune gemacht. Alle meinten auch, nächstes Jahr bitte wieder und ja, 17 Jahre jetzt. Und 17 Wahnsinn. Jahre, wo holt man diese Motivation her? Man muss mal dazu sagen, ihr macht das alle ehrenamtlich, seid Non-Profit hier. Die meisten von euch werden das wahrscheinlich wissen. Wie motiviert man sich jedes Jahr aufs Neue sowas Großes, und es ist riesig, muss man wirklich sagen, auf die Beine zu stellen? Gut, einige Sachen schleifen sich ein, die gehen mit der Zeit dann einfacher. Unser Team ist echt gut beisammen. Das Team, was ihr hier vor Ort wuseln seht, hat eher so in der Woche davor und die Tage danach viel zu tun. Die Hauptarbeit, die Orga, sind nur 3 Leute. Also schon sehr klein. Aber da unsere Datenbank wächst und wir irgendwann gar nicht mehr so den Stress hatten, gute Leute ranzukriegen, weil man von uns gehört hat oder eine Empfehlung kam oder so, hat sich da viel vereinfacht. Wir kriegen finanziell tollen Support von Stadt Dresden und Land Sachsen und auch von treuen Sponsoren. Wir haben hier Aussteller da von Pearl, von Cube Drums, von alle möglichen Leute. Die sind wirklich seit über 10 Jahren hier da und das ich glaube, die schätzen diese Familienatmosphäre, das ist auch immer so ein großes Hallo. Und na gut, wir machen es einmal im Jahr, da findet man die Energie. Also ich würde es nicht jede Woche machen wollen, weil es ist schon echt anstrengend. Aber ich komme aus der Veranstalterei und das ist so mein letzter Link zum Musikveranstalten. Ist mir total wichtig, weil erstens Basis für ein gutes Netzwerk. Und ist einfach toll, irgendwas zu gestalten, wo dann die Leute kommen und sagen, gut gemacht. Ist schon schön. Es ist ein Verein, dem man auch beitreten kann. Das heißt, jeder, der hier vor Ort ist, kann noch Mitglied werden, oder? Theoretisch ja. Ihr wisst, große Vereine sind oft sehr träge. Also, aber letztendlich kann jeder da mitmachen, klar. Also was ich wirklich hier einfach so unglaublich finde, ist das Team, was hinter dir steht. Und das ist ja auch nochmal von meiner Seite her, ich bin hier heute Morgen angekommen und das habe ich noch nie erlebt, ist egal, wo ich gespielt habe, ob es Wacken ist oder sonst irgendwo, es waren auf einmal Leute die gefragt haben, ey, kann ich dir was tragen helfen? Ist also unglaublich und das, ich glaube, das macht für mich diesen Charme, ich bin zum dritten Mal hier und bin da sehr dankbar für, dass einfach echt der Zusammenhalt von euch und von deinem Team, und das ist für mich ein Riesenrespekt an euch und ein Riesendankeschön, dass das so mega funktioniert. Und das ist, glaube ich, auch deinem Team geschuldet. Vielen, vielen Dank. Ja. Nee, Wahnsinn. Und wir hören das immer wieder und es ist wirklich toll und wir haben schon überlegt, das Team anzubieten. Wir können ja Wacken mal anfragen, ob die sich eine komplette Crew einkaufen wollen, die super eingespielt ist, von Grill bis Drumtag. Es sind auch Leute, denen du vertrauen kannst, die nicht einfach nur dein Auto ausladen möchten. Ne? Also die bringst auch in die richtige Stelle da. Ne? Also das ist ja auch ganz wichtig. Das 17. Mal, welche Visionen gibt es für das 18., 19., 36., 50. Jubiläum schon? Also wo geht's noch hin? Gibt's irgendwie, wo du sagst, das wäre noch immer so ein Traum? Na, da es, wie gesagt, so freiwillig und wir Bock drauf haben, haben wir auch Bock auf Veränderungen, weil jedes Mal das Gleiche ist ja auch langweilig. Ich glaube, die erste Veränderung, die ansteht, ist diese bescheuerte Verwechslung Drum and Bass, ey cool, da komme ich hier und Drum und Bass, Schlagzeug, Bassisten. Wir werden uns, glaube ich, einen neuen Namen geben. Ehrlich? Ja, das ist jetzt noch nicht ganz klar wann, aber die Ideen reifen und mit einem neuen Namen vielleicht auch die Chance, das Konzept zu verändern, zu erweitern. Es wird Drummer geben, es wird Bassisten geben, es wird sich um Mucke, um Rhythmus, um Groove drehen. Aber wir haben Ideen, die jetzt aber noch nicht so, das wird dann gleich so verbindlich, wenn man es rauslässt. Deswegen, ja, klar. Da halte ich mich da noch etwas. Aber du kannst vielleicht einfach zumindest versichern, dass es nichts mit Gitarristen zu tun haben wird. zarte Panik in deinen Augen. Warum nicht? Gibt doch geile Gitarristen. Gibt nicht nur die Knilleler. Sagt man. Also ich wäre offen, mal gucken. Das soll ja auch so ein bisschen eine Gemeinschaftsentscheidung sein. Und wir freuen uns auch über
Einflüsse von außen. Also wir haben die ganzen sozialen Kanäle offen. Wenn ihr Ideen habt, Vorschläge für uns, immer her damit. Ja, das hört sich interessant an. Auf jeden Fall. Hast du denn schon, du hast ja heute schon Feedback bekommen, aber ich meine, es sind schon ein paar Jahre her. Was war das, oder gibt es irgendwie das schönste Feedback, was du bekommen hast? Oder eins, das besonders in Erinnerung geblieben ist? Doch so viele. Naja, es ist wirklich, das ist so viel, dass das wie so ein Brei sich vermischt. Ich muss immer wieder an diese eine Zeile in der Styx denken. Ich glaube, der Tom Schäfer hat das damals geschrieben. Ich hatte das auch im letzten Podcast genau. schon erwähnt, dass es kaum ein Event gibt, wo sich der Emo-Spund und der Altrocker nachher glücklich mit Tränen in den Augen, in den Armen liegen und einfach einen schönen Tag hatten. So dieses jeden dabei zu haben, jedes Genre, es ist völlig egal, irgendwie passt alles, es ist überall Interesse da und klar kriegen wir auch von Künstlern, also wenn irgendwie so Leute, von denen man nie dachte, dass man die persönlich mal trifft und dann hört man, hey, super gemacht, sowas gibt's nicht nochmal, bewahrt euch dieses familiäre, so ein bisschen Subkultur, kein Firmen-Event, das wollen wir auf jeden Fall und ja, ansonsten jedes Kompliment ist toll. Ja, wir sind auch total froh, hier sein zu dürfen. Das ist Wahnsinn. Und ja, du hast noch einiges zu tun. Also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast hier. Und wir sagen danke, dass wir hier sein dürfen. Und ja, einen dicken Applaus für den Matthias und das ganze Team natürlich vom Dresdner Drum Bass Festival, dass wir hier gar nicht alle aufzählen können, weil es so viel im Hintergrund rumwuseln, wie du so schön gesagt hast. Ganz dicken Applaus. Vielleicht Matthias Bartel. Gruß an meine Mama in der Küche. Ja. Die wird gesondert erwähnt. Also, klasse. Danke. Super. Timo, jetzt hast du ja für uns einiges vorbereitet. Wir haben damals mal, da hat der Timo mich, ich weiß nicht, ob ihr den Podcast kennt, da hat der Timo mich so manches Mal aufs Glatteis geführt. Und zwar hat es ein Schlagzeuger, Wer bin ich, hat es mal gegeben bei uns. Und da habe ich ganz ehrlich ziemlich alt ausgesehen. Und der Timo sagt, ey, das machen wir jetzt wieder. Ich sagte, nö. Also nicht mit mir, habe ich dann gesagt, weil ich bin damals, ich habe mich so vertan. Ich weiß noch, das Größte war, glaube ich, mit Roger Taylor. Wer war der bestverdienste Schlagzeuger? Das ist, glaube ich, Roger Taylor immer noch, ne? Mit 174 Millionen. Ich glaube dann, mein Mikro ist aus, hallo. Ah, da bin ich wieder. Ich glaube, Rainer Schlagzeuger, ne? Ja, Rainer jetzt, Schlagzeuger, genau, ja, ja. Weil sonst würde ich sagen, ist Phil Collins. Phil Collins wahrscheinlich, vorne, ja, ja, aber Rainer Schlagzeuger. Kann sein. Es kann aber auch Lars Ulrich gewesen sein. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Also ich habe auf jeden Fall, ich bin nicht auf Roger Taylor gekommen. Also, bevor wir jetzt so ein bisschen, bevor das ausartet, der Timo hat etwas vorbereitet und ich bin froh, ich muss es diesmal nicht sein. Ich darf assistieren. Du darfst assistieren, weil wir dachten dann, okay, wir holen einfach zwei Leute aus der Menge, die gegeneinander antreten möchten. Und es ist ja nicht so, dass man sagen, jo, komm, du kriegst danach einen warmen Applaus. Nein, man kann auch was gewinnen. Und zwar haben wir von der Firma Rohema was Schönes gesponsert bekommen. Und zwar ist da ein ja, Rohema Drumsticks sind dabei natürlich. Wir haben da drin einen Muffkopf, einen Mini-Muffkopf. Sehr cool. Ah, ganz wichtig, einen Flaschenöffner, einen Stimmschlüssel, also einiges in der Tasche drin. Und alles, was man machen muss, ist, ich werde also so ein bisschen was vorlesen, zum Beispiel, ich bin geboren 1873 und so weiter und so fort. Und wer als erster draufkommt, um welchen Schlagzeug es geht, der kann diese wunderschöne Rohema-Tasche gewinnen. Und es gibt natürlich noch einen kleinen Trostpreis für den, der dann den zweiten Sieger macht. Das heißt, wer wäre denn bereit, mal hier so ein paar Fragen, da Fragen sind es ja gar nicht. Man muss einfach sich das anhören, was ich vorlese und dann muss man einfach sagen, ich weiß es, ich bin's oder es ist Dirk oder das wäre schön. Wer auch immer. Das heißt, zwei Freiwillige brauchen wir nur, zwei Freiwillige, die Masse tobt. Wer traut sich? Die Masse tobt. Das ist eigentlich wie in der Schule früher immer, wer will, keiner zeigt auf. Ne? Eigentlich ist wahrscheinlich so, wir müssen einfach zwei Leute bestimmen, dann haben die keine Wahl. Das ist richtig. Hätte denn freiwillig, noch einmal freiwillig, also es tut nicht weh, ne? Also ich muss sagen, und es ist auch nicht so schlimm, ich weiß nämlich, wer es ist, den hätte ich sogar diesmal erraten. Letztens war ich auf der Gamescom, da war auch so ein Gewinnspiel, da haben die Leute sich drum gerissen. Da konntest du auch einen JBL-Kopfhörer gewinnen. Ich weiß nicht, ob das jetzt einen Unterschied macht, aber vielleicht müssen wir den Preis erhöhen. Vielleicht kann Pearl noch kurz was sponsoren. Oder gibt's gar keine Freiwillige. Also, würdet ihr euch denn wehren, jetzt, wenn wir einfach jemanden rauspicken? Hast du Lust? Ja, kommst du mal nach vorne? Und einen Applaus für den Freiwilligen. Genau. Magst du auch kommen davor? Nee, nein, also wir zwinkern. Also es ist echt nicht schlimm. Ihr könnt nicht verlieren. Ich habe das im Podcast live immer machen müssen, ne? Und ich sah echt alt aus. Platz, also Claudius. Von daher, hallo, grüß dich. Schön, dass du mitmachst. Das ist der Claudius. Mag noch jemand?
Ja, super. Das ist gut. Komm, du darfst sogar meinen Stuhl. So, wie war dein Name? Rico. Also wir haben den Rico und den Claudius, die jetzt so ein bisschen einfach sich, ja, die müssen einfach meinem Monolog zuhören. Und wer es als erster weiß, der schreit einfach laut, ich weiß es. Und dann hören wir uns mal die Antwort an. Und ihr könnt natürlich auch alle mitraten, wenn ihr möchtet natürlich. Nur aber nicht reinrufen, das wäre ein bisschen, das wäre schade. So, wir fangen mal an mit dem Geburtsdatum. Also ich rede jetzt in der Form, als wäre ich dieser Schlagzeuger. Schön wär's. Ich wurde am 26. Dezember 1963 geboren. Ich habe 4 Kinder von 3 Frauen, bin 2-mal geschieden. Im Alter von 10 Jahren entschloss ich mich, Schlagzeug zu spielen, nachdem ich Deep Purple live gesehen hatte. Mit 18 Jahren zog ich in die Vereinigten Staaten, um professioneller Drummer zu werden. 1981 gründete ich in Kalifornien die Band, mit der ich bis heute sehr erfolgreich bin. Mitte der 80er tauchte ich im Innencover der Motorhead LP Orgasmatron von 1986 auf, und zwar auf einem Foto, das mich in meiner eigenen Kotze liegend zeigt, geschossen in Lemmys Hotelzimmer nachmittags um 3 Uhr. 1993 spiele ich den Song In the Shadows von Mercyful Fate ein, der einzige Song, den ich jemals für eine andere Band aufgenommen habe. Im April 2000 bin ich gegen Napster vorgegangen und habe das Unternehmen wegen Copyright-Verletzungen verklagt. Ich bin ein Bitte. Ja. Richtig, Lars Ulrich, der Schlagzeuger von Metallica. Alter, bist du durch Napster jetzt tatsächlich draufgekommen? Also ich wusste es über dieses doch sehr unrühmliche Hotelzimmerfoto, weil da wusste ich es. Aber Hammer, ne? Hey, danke, dass ihr mitgemacht habt. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, komm, das hat sich doch gelohnt jetzt, oder? Für 2 Paar 6 hat sich gelohnt, oder? Mal 5 Minuten Arbeit, in Anführungszeichen. Die habe ich damals nicht gekriegt bei dir, ne? Das will ich ja dumm nur mal sagen. Ja, ich konnte ja nicht über den Monitor das durchreichen. Du kannst ja gleich deine gewinnen, und du hast ja eh nichts erraten. Ey, ganz ehrlich, ich habe da damals so alt ausgesehen, ne? Und ich habe wirklich nicht Roger Taylor von Queen erkannt. Also britischer Trommler, und so viel britische Trommler gibt's ja auch nicht, außer Phil Collins jetzt noch irgendwie. Aber da habe ich mich echt schlecht gefühlt nach dem Podcast. Da zu Recht. Ich gedacht, ja, boah, danke. Sagen. Vielen Dank, dass ihr da wart. So geht das immer bei uns beiden hier. Super, dass ihr mitgemacht habt. Vielen, vielen Dank. Hammer. Wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken. Vielleicht haben wir den nächsten Interviewpartner ja schon am Start. Ich sehe ihn gerade nicht. Dann würde ich vorschlagen, machen wir einfach noch so. Habt ihr Bock auf noch so einen Schlagzeuger? Wer bin ich? Muss sagen, jetzt merkt ihr ja, es tut nicht weh. Ihr könnt sogar eigentlich nur abräumen. Wer möchte noch mal mitmachen? Hat Lust noch jemand? Wir haben noch eine zweite Runde. No. Traut euch. Wir beißen doch gar nicht. Also, ja, ich nicht, aber du. Ja, aber nicht vor 4. Okay, dann haben wir noch Zeit. In der Regel zumindest. Ansonsten, wenn jetzt keiner mitmacht, dann müssen wir über sowas sprechen, wie das machen wir immer in unserem Podcast, nämlich. Jetzt aber. Über das Wetter. Über das Wetter ja auch. Oder schon. Wie unrasiert der Herr Brandt wieder ist. Nee, das ist jetzt, also ich weiß nicht, wenn ihr den Dafür Podcast kennt. Dafür gibt's auch keine Ausrede. Nee. Doch. Und zwar, der Timo morgens, also wir machen den Podcast so, das heißt, wir sehen uns beide über Zoom oder über Skype, weil dann kannst du natürlich auch ein bisschen mehr in die Kommunikation reinkommen, und wir nehmen beide separat in einer DAW, also in einer Audio, Digital Audio Workstation, nehmen wir unsere Stimmen auf und ich bastel das Ganze zusammen. Meistens ist es dann aber so, der Timo ist Frühaufsteher, ich leider nicht. Und meistens ist es so, dass ich kurz vorher den Wecker höre und wie von der Tarantel gestochen vor den Computer renne, und der Timo macht dann immer so dumme Sätze. Boah, du siehst aber, du hast heute frisch rasiert, deine Haare sind irgendwie toll gemacht, du hast geduscht gerade. Und so, und jetzt ist nämlich mit dem Rasieren, ich bin natürlich nicht rasiert, weil ich habe eine Wette verloren. Und du trägst einen Bart, ey, das ist so kratzig, das ist unfassbar. Ich hätte nie gedacht, dass ich so eine Memme bin. Also das ist ja unfassbar. Also ich muss noch eine Woche noch, dann habe ich es geschafft. Also für mich, du bist auch Bartträger. Also irgendwie, geht das irgendwann vorbei? Ich werde bescheuert. Ewig. Ey, das ist unglaublich. Ich mache das jetzt seit einer Woche. Und auch Themen, boah, was Scheiß. Wir werden jetzt vom Schlagzeug. Also für mich, Entschuldigung. Vom Schlagzeug-Podcast zum Barber-Podcast hier irgendwie. Das wär natürlich. Also geht das irgendwann vorbei mit dem Kratzen, oder bleibt das ewig? Bleibt das? Also ich versuche mal wieder die halbwegs Kurve zu bekommen, ne? Also der Dirk ist ja dann der Spätaufsteher, und ich bekomme immer grundsätzlich noch vorher in der SMS noch 5 Minuten länger. Oder
Ich gehe noch einen Kaffee holen und der Dirk wohnt im Schloss, der braucht immer länger, um den Kaffee zu holen. Schön. Bis er im Westflügel ist und im Ostflügel nimmt er auf, das dauert einfach immer ein bisschen. Schön wär's. Aber, na gut. Aber wir sind immer noch beim Schlagzeuger, wer bin ich, oder? Genau. Oder sollen wir noch weiter sinnieren über... Nein, nein. Wir können mal kurz in der Zwischenrunde mal fragen, wer kennt denn unseren Podcast überhaupt? Das ist der Schlagabtausch, zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Oi, da müsst ihr, ganz echt, da so, müsst jetzt ihr uns... Jetzt kommt immer die Aktion, die ich, das habe ich von meinem Sohn gelernt. Da guckt ja ganz viele YouTuber und was weiß ich nicht, TikToker. So, jeder holt mal sein Handy raus. Das funktioniert. Normalerweise funktioniert das in Videos immer. Was ist denn hier falsch? Ihr sollt jetzt kein Geld überweisen. Und dann geht man auf Spotify oder auf Apple Music oder auf, wie sie alle heißen halt, wo man halt gerne Podcasts hört. Und dann gibt man einfach nur Schlagabtausch ein und dann findet und man uns da. Und das wäre echt nett, und wenn ihr uns abonniert. Und wir sind ja schon in der, wir haben jetzt die 70. Folge schon raus. Die 70. Und 70. genau. Folge. Und das sind, jetzt muss man mal sagen, das sind ja schon über 70 Stunden an Content. Und das heißt Content, wir labern nicht nur so einen dummen Blödsinn wie gerade über Bärte oder übers Wetter oder, sondern wir haben da wirklich auch Content drin. Wir haben Interviews dabei, wir haben Gearcheck-Sachen dabei, wo wir einfach Sachen auch testen. Da gibt es auch meistens dann ein Video dazu, das ihr auf unseren YouTube-Kanälen auch euch anschauen könnt. Und ja, manchmal haben wir sowas wie Wikipedia oder Drummerpedia, haben wir es genannt, wo wir über bestimmte Sachen sprechen, wie zum Beispiel, was ist, hatten wir gleich, was ist der Döner-Beat, hatten wir, glaube ich. Über historisch. Ja, klar. So, habt ihr alle das Handy rausgeholt, alles schon gefunden im Podcast? Ja, sehr gut. Das wird uns nämlich echt helfen, weil es ist, wir beide machen das mit viel Herzblut. Und von daher, jedes Abo bringt uns ein kleines Stückchen weiter ins Ranking. Ihr dürft auch gerne mal, wenn ihr ihn mal gehört habt, auch mal ein Sätzchen da lassen, weil es hilft uns einfach, dass die Aufmerksamkeit so ein bisschen größer wird. Und nächsten Freitag kommt dann Folge 71 raus, genau. Und zwar über das Dresdner Trambass-Festival. Das heißt, was wir jetzt hier gerade von uns geben im besten Hochdeutsch, das erscheint dann dort und wird im Podcast sein. Und wer jetzt auch noch im Podcast erscheinen möchte, der meldet sich jetzt, denn man kann ja noch was gewinnen. Boah, die Motivation ist hier echt zu wünschen übrig. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Dirk. Ja, das ist so ein bisschen. Soll ich noch mal, ja, ich glaub, Drama, wer bin ich? Da muss ich jetzt ran. Ich glaub, bei dir wird's, wer will gegen mich antreten? Wer hast will du gegen Lust? Dirk antreten? Ja, ich ja auch Frankie nicht. Der Frankie meldet sich. der ist gerade aufgewacht. Ein Applaus für unseren Techniker, den Frankie. Der ist genau. Sehr schön. Hat denn ein oder zwei Leute Lust irgendwie? Ihr könnt wirklich, da sind schöne Sachen in der Tasche drin. Hier, zeig mal, was in der Tasche drin ist, bitte, Cornelius. Ah, nee, Entschuldigung, Cornelius, das war Rico. Falsch. Das ist der Nico, Entschuldigung. Da ist schon, da ist es. Also schon das lohnt Tasche. Sich schon. Also so, drei Paar Drumsticks müssen dabei sein. So, rechnen mal zusammen, drei Paar Drumsticks, ne, drei im Sinn. Das ist das Wichtigste. Das ist der der Flaschenöffner mit einem Stick dran natürlich. Hier. Wir haben einen Applaus! Jawohl, das ist ja geil, dass du da bist. Cool, grüß dich. Genau, setz dich hin. Mag noch jemand? Yeah. Der Wiese, jawohl. Geil, Omat. So, mit wem haben wir es denn zu tun? Sag mal gerade unseren Namen. Christian Jens. Und Jens. Prima. Christian und Jens. Sehr schön. So, ihr habt ja mitbekommen schon, wie es läuft. Ich verlese in meinen Monolog, schlüpfe in die Rolle dieses Schlagzeugers und es geht um den Hard- und Heavy-Bereich, wie das Thema des Dresdner Trambass-Festivals ja eben ist. Und ja, ich lege einfach mal los. Und wer es weiß, der schreit. Ich wurde am 14. Juni 1970 in Pittsburgh, Pennsylvania geboren. Ich bin ein Feinschmecker und liebe es zu essen. Ich schaue auch gerne Kochsendungen im Fernsehen und interessiere mich sehr für die Kunst des Kochens. Im Alter von 5 Jahren begann ich, das Schlagzeugspiel zu erlernen. Meine Kindheit verbrachte ich auf der Farm meiner Eltern. Meine Allergien hinderten mich aber daran, in der Landwirtschaft zu arbeiten. Und so verbrachte ich mehr Zeit mit dem Schlagzeugspielen als auf der Farm. Ich besuchte ab 1988 das Musicians Institute in Los Angeles, wo ich später auch selbst als Dozent tätig war. Ich lebte dann in Sherman Oaks, einer Gegend in Los Angeles, die für ihre vielen Aufnahmestudios bekannt ist. Ich erhielt immer wieder Anrufe von Freunden und anderen Musikern, die mich baten, auf ihren Aufnahmen mitzuspielen. Ich wurde aber nie so berühmt wie einige der anderen Session-Drummers Los Angeles wie Josh Fries oder Vinny Colaiuta. Dennoch konnte ich mir meinen Lebensunterhalt mit Sessions und anderen musikalischen Arbeiten bestreiten. 1997 wurde ich Schlagzeuger bei Steel Panther, kurz nachdem die Band gegründet wurde. Meinen Durchbruch hatte ich durch meine Arbeit mit David Lee Roth, mit dem ich von 1997 bis 2005 spielte.
Im Jahr 2007 bot sich für mich die Gelegenheit, meiner jetzigen Band beizutreten, nachdem ihr damaliger Schlagzeuger dies im Jahr 2006 verlassen hatte. Ich bin der Schlagzeuger von Korn. Ray Lucia ist richtig. Oh. Aber das ist auch schwierig. Schade, aber es hat sich trotzdem gelohnt für euch. Man kann auch, wie gesagt, der Timo hat das ja mit mir immer gemacht und da sitzt du manchmal, auch wenn du es weißt, du kommst da nicht drauf, weil Korn kennt man eigentlich eventuell, aber dann wer, aber ey, zwei Paar Trommelstücker. Hat's doch gelohnt. Einen dicken Applaus für die beiden. Danke, dass ihr beiden mitgemacht habt. Mega. So, wir haben ja noch einen Interviewpartner eigentlich am Start und ich sehe ihn auch, er ist eingetroffen. Da ist er. Auch alle busy natürlich. Und einen warmen herzlichen Applaus für Kyra Kyoto bitte, der gerade so einen Kaffee runtergibt. Grüß dich, hey, nett dich kennenzulernen. Hi. Schnapp dir ein Mikrofon, setz dich in unsere Mitte. Okay. Hallo. Schön, dass du da bist. Du hast ja schon deinen Workshop heute bestritten. Ja. Und bist leicht ins Schwitzen kommen wahrscheinlich, wie wir alle. Ja. Und nicht nur durch die Temperaturen, sondern auch durch dein Spiel natürlich. Erzähl uns noch mal kurz, was in deinem Workshop vorgekommen ist. Vielleicht für die, die jetzt ein bisschen später dazugekommen sind. Was hast du uns gezeigt dort? Genau, also ich hatte die große Ehre, heute das Thema Musikvideos vorzustellen. Im Bereich halt von Bands, Marketing, warum Bands überhaupt Musikvideos drehen, warum das wichtig sein kann und warum das auch Spaß machen kann oder die Kunst schön verbildlichen kann, sage ich mal. Und darum ist es gegangen. Und ich habe Songs von uns einfach getrommelt, wo das Video im Hintergrund lief und habe dann ein bisschen was zu den verschiedenen Formen von Musikvideos erzählt. Genau. Drehst du die auch selber oder wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen? Also ich kenne dich hauptsächlich über Social Media. Mhm. Okay. Jo. Und ja, ich habe dich natürlich auch ein bisschen gestalkt und fand das alles ziemlich interessant. Und wie bist du auf dieses Thema gekommen? Dass du so ein bisschen sagst, okay, hast du selber an der Produktion mitgewirkt oder hast du Ideen mit reingebracht? Oder wie ist das überhaupt bei dir alles entstanden? Also ich habe bestimmt schon 30, 40 Musikvideos gedreht. Ehrlich? Ja. Hammer. Bestimmt. Und mit meiner zweiten Band machen wir da viel selber. Ja. Und da habe ich dann auch schon Skripte geschrieben. Aber bei Venues, bei meinem Hauptprojekt, da geben wir das immer gerne in gute Hände tatsächlich. Okay. Also den Profis überlassen wir das dann. Und wie das heute dazu kam, ist eigentlich ganz lustig. Ich bin ja auch vom Musikverein da oben, bin ich ja gesponsert so und die haben mich hierher gebracht, weil auch der Matthias, der das hier veranstaltet, ist sozusagen Fan von unserem Videograf oder schaut seine Videoblogs an. Geil, ja. Und dann sind wir sozusagen darüber zu dem Thema Musikvideos gekommen. Genau. Hammer. Und wie wichtig ist es dann als Band ein Musikvideo zu haben? Ist das wirklich oberste Priorität? Auf einer Skala von 1 bis 10? 7,85. Ja, also ich würde sagen, Musikvideos sind sehr, sehr wichtig. Immer noch in der heutigen Zeit, auch mit TikTok oder Instagram oder weiß ich der Geier was. Man kann die immer noch dritt und viert verwerten, für Tour-Promotions benutzen. Also die Labels, die wollen das. Die geben ja auch einem dann oft die Ansage, okay, du hast jetzt 12 Songs geschrieben für ein Album und wir wollen auf jeden Fall Minimum 3 Singles. Und damit kann man einen Song schon mal vom Album hervorholen und wie das Album ungefähr klingen sollte. Genau. Deswegen sind Musikvideos. Auch gern Geld vom Label für das Musikvideo? Oder ist es quasi die Voraus, die sagen einfach, macht mal. Wenn ihr Erfolg haben wollt, dann legen wir es in eure Hände und guckt mal, wo ihr bleibt. Boah, schwieriges Thema. Also ich kenne Künstler, die bekommen gut Geld vom Label für ihre Produktion und fürs Marketing. Aber bei unserer Musikrichtung kann man froh sein, wenn da ein paar Euro zusammenkommen. Ja. Und ich meine, du sollst jetzt natürlich keine konkreten Zahlen nennen, aber kannst du mal vielleicht so grob mal sagen, wenn jetzt hier im Publikum Leute sind, die eine Band haben und sagen, ja, ein Musikvideo, das wollte ich schon immer mal machen. Wie viele Cent muss man denn so ungefähr investieren in so ein Video? Gibt es da einen Maßstab? Ist es ein Minimum oder gibt es ein Maximum? Gibt es natürlich gar nicht. Nach oben ist die Grenze immer offen. Genau. Aber gibt es zumindest mal so ein Minimum, sagt, okay, man muss mal mindestens die und die Summe haben, damit man überhaupt mal was halbwegs Vernünftiges am Start hat? Oh, ich denke, da würden schon 5.000 Euro, würde ich jetzt sagen. Also für ein gutes Video, wo ganz, ganz wenig Aufwand für ein gutes Performance-Video, würde ich so viel nehmen. Und wie gesagt, nach oben hin geht's immer.
Gibt's keine. Und die, die sich entscheiden, ob sie jetzt ein Video drehen möchte, das sage ich immer, schau dir die Arbeit wirklich an von dem Videografen und dann entscheide nicht nach dem Geld. Also wenn der eine dir zusagt und der kostet vielleicht 10.000 Euro für das Video und der andere, der kostet halt nur 3.500, aber der für 10.000 war viel, viel cooler, dann würde ich definitiv sagen, spar lieber noch und geh zu den 10.000. Okay. Ja. Und dann reden wir von einem Drehtag, wo alles passieren muss, plus die Nachbearbeitung, das heißt der Schnitt und sowas. Oder ist das wirklich nur das Drehen und dann gibt es noch quasi die, die Nachbearbeitung auf obendrauf? Es kommt auch immer auf den selbstständigen Filmemacher an, sage ich mal, wie der seine Rechnung schreibt. Also wir drehen ja alles bei Marius Milinski aus Köln. Der macht auch ganz viel so ZDF-Neo-Zeug und so. Und ist ein guter Freund von uns. Also er hat bei Venues alle 17 Videos gedreht oder wie viel wir haben. Und deshalb, und der sagt halt dann einen Preis und dann ist es gut. Und dann passt dort schon. Ja. Passt schon. Also das ist natürlich schon eine Hausnummer für eine Band, die gerade durchstarten will, finde ich. Das ist, aber ich glaube, das, was du sagst, und ich glaube, das ist der springende Punkt, nicht einfach minder Qualität, sondern dann lieber sagen, okay, wir warten noch 3 Monate und glauben an den Song, weil das ist ja auch mal, wie wählt ihr, apropos Song, wie wählt ihr den Song aus, wo du sagst, da lohnt sich jetzt auch einfach mal, sag ich mal, ich meine, 10.000 Euro ist auch für mich kein Pappenstiel irgendwie mal. Oh, ich drehe mal ein Video für 10.000 Euro. Das wäre eine schöne Sache. Aber wo sagst oder wie wählst du oder die Band, es ist ja wahrscheinlich ein Kollektiv, dann irgendwie ist ja nicht eine Entscheidung, also je nachdem, wie die Band geführt wird halt natürlich. Ja. Aber nach welchen Kriterien wählst du aus, dass du sagst, ist das echt dort? Nee, da ist mein Bauchgefühl einfach super oder wie fällt? Ich glaube, das ist nämlich gar nicht so einfach, oder? Ja. Ja, Band ist immer so eine Sache, je nachdem, wie auch die Band gestrickt ist, ob man jetzt einen Chef hat oder alle gleichwertig sind, wie bei uns, gibt es ja natürlich erstmal 5 Leute, die sagen, ich finde den Song am besten, ich finde den am besten. Und dann schalten wir dann meistens noch das Label hinzu und sagen, welchen Song würdet ihr zum Beispiel jetzt als erste Single-Auskopplung nehmen? Und der ist meistens dann auch klar, tatsächlich. Okay. Die erste Single, die war bisher immer klar bei uns. Aber bei meinen anderen Videos oder Songs gab es dann die ein oder andere Diskussion. Wenn, du hast ja gesagt, du machst Skripte. Das heißt, die Videos sind schon von euch, ich sag mal, durcharrangiert. Das heißt, vom Lifestyle, von Klamotten, von vielleicht Farben, Licht. Oder wie geht ihr daran? Du hast ja schon eine interessante Erscheinung. Das ist sehr positiv gemeint. Das weißt du aber selber. Nach welchen Kriterien sagst du, okay, oder das muss in ein Video rein oder das ist catchy oder wie geht ihr da dran? Auch wieder unterschiedlich. Wenn wir dann ganz vorne anfangen sollen, man hat ja eine Band in irgendeinem Bereich oder Musikrichtung und hat ja dann eigentlich ein Image, am besten Falle. Also, aber jetzt auch, wenn ich eine Coverband bin, habe ich ja irgendwie eine Vision, wie das aussehen soll. Würde ich jetzt so Schlager-Covers machen? Würde ich tatsächlich auch mal ein Performance-Video empfehlen, einfach dass Veranstalter jeden Musiker sehen etc. Da kannst du auf die Alpen, auf irgendeine Hütte und da ein bisschen Akkordeon spielen oder so. aber bei uns jetzt als Metal-Band, da ist ganz wichtig, was transportiert die Band oder was ist das Image? Und je nachdem schustert man sich dann sozusagen das Video zusammen. Ich weiß nicht, wer von euch die Videos gesehen hat, aber Bei Venues haben wir es jetzt echt so gemacht, durch frühere Streitereien bei den ersten Musikvideos, wo dann eine Person sich ums Skript gekümmert hat und dann natürlich irgendwas in der Planung schiefgelaufen ist und dann da das Licht nicht organisiert wurde und da noch ein Fahrer gefehlt hat oder whatever. Seitdem haben wir das einfach in Marius seine Hände gegeben und haben gesagt, mach, okay. Genau, und der hat beim letzten Album kam er dann zu uns und hat gemeint, wisst ihr was, ich will richtige bescheuerte Zombie-Musikvideos drehen. So als einen Film. Krass. Dann haben wir 5 Singles mit 5 Songs, 5 Musikvideos mit so einer Zombie Love, Polizei, whatever Story mit am Ende noch so ein Abschlussfight und so krass. Zeugs. Und so hat er einfach gesagt, so, gut, machen wir. Geil gemacht. Ja. Lass uns ein bisschen über dich sprechen. Wir reden jetzt über die Band, über deinen Workshop, aber mir wurde gesteckt, dass Kira Kyoto ja gar nicht dein echter Name ist, der in deinem Personalausweis offiziell steht. Magst du drüber sprechen? Du musst einen echten Namen, du kannst ihn natürlich, du hast ihn eben auch, glaube ich, verraten sowieso. Ja. Aber wie du auf diesen Künstlernamen gekommen bist, was hat es damit auf sich?
Genau, also Leuten, denen ich mich immer vorstelle, stelle ich mich mit meinem echten Namen vor. Meine Freunde sagen auch immer Dennis, also eigentlich heiße ich Dennis van Höfen. Genau, kurz mit 27 Jahre alt und gerade gibt's ja auch wieder so einen Anime-Boom, würde ich jetzt mal sagen, wo es auch immer super Songs gibt. Absolut. Genau, und da war ich früher so in dieser Szene drin, also auch so dann Japantag, Düsseldorf und so Zeug. Und früher, vor 14 Jahren dann, 15 Jahren, da musstest du wie so einen Spitznamen haben. Und dann bin ich irgendwie auf den gekommen. Ich weiß nicht, warum. Ist das also, das ist eine Figur, die in den Animes existiert? Oder das ist ein frei erfundener Name? Das ist frei erfunden. Der so in die Ecke geht quasi nur. Ja. Also cool. Kyoto habe ich genommen, weil das eine Stadt ist, wo ich unbedingt mal hin möchte. Ja. Das hat also nichts mit Schlagzeugspielen zu tun. Nee. Aber da gibt es anscheinend viele Live-Clubs und so. Du bist ja auch, du bist ja vielseitig auch als Drummer unterwegs mit deiner Band oder mit deinen Bands. Du bist aber auch Musikpädagoge, das heißt, unterrichtest auch. Genau. Privat an Musikschulen. Ja. Kannst du uns einfach mal einen kurzen Ausblick geben, wie sehen denn deine Zukunftspläne aus? Erstmal, das beides zu verknüpfen, ist ja auch nicht immer einfach. Es ist beides nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Ja. Welche Zukunftspläne verfolgst du für die, sagen wir mal, für die nächsten paar Jahre? Hast du einen Karriereplan oder ist es einfach auf dich zukommen? Ich lasse es, glaube ich, eher auf mich zukommen. Also früher hatte ich dann schon immer Pläne und jedes Mal, wenn man so ein großes Ziel absteckt, nur als Beispiel, dieses Jahr haben wir auf Wacken gespielt und das ist ja so der heilige Gral der Metal-Musiker und da kommst du da an, wieder völlig übermüdet und ich habe an dem Morgen noch gespuckt leider, weil ich dann noch irgendeine Infektion hatte im Magen und dann das allererste, was ich bei dem Festival gesehen hatte, waren so Bauzäune wieder, wie jedes andere Festival halt auch. Und dann dachte ich mir, ja gut, so wie immer, man muss halt gucken, dass die Magie nicht verloren geht, würde ich jetzt mal sagen. Und das versuchen wir als Band gerade ganz stark, dass wir einfach nur Spaß haben, wenn wir da dabei sind. Und wir lieben es einfach zu touren, miteinander im Bandbus rumzuhängen. Da ist dann auch wieder Deep Talk dann gleich und so Sachen. Eher familiärer sehen wir das auch. Und haben jetzt auch die ganzen Deals untereinander im Firmenvertrag alle gleichwertig runtergehackt und dann das Ziel jetzt erstmal, das dritte Album fertig zu schreiben. Genau. Sehr gut. Ja. Dann wünsche ich mir alles Gute, viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Einen großen Applaus für Kira Kyoto. Klasse. Vielen Dank. Bam. Dankeschön. Danke, dass du dabei warst. Hammer. Wacken. Nehmen wir mal kurz auf Wacken als Stichwort. Denn du hast ja heute auch deinen Workshop schon gehabt um 12. Ja. Und da kam ja Wacken auch zum Tragen, weil der Dirk betont ja immer, dass er früher Jazzmusiker war. Das sieht man ja auch eindeutig noch. Und wer hat denn da gut zugehört? Weil wer jetzt die Frage von mir richtig beantworten kann, kriegt auch noch ein paar Sticks in die Hand gedrückt. In welchem Metal-Schuppen in Münster wurde der Dirk entdeckt? Genau, Metal-Schuppen. Ist kein Metal-Schuppen, ne? Nein, ist natürlich kein Metal-Schuppen. Im Jofel, ja, aber du bist nah dran. Nicht im Jofel, sondern kleiner. Ich habe wirklich abends, ich habe im Hot Jazz Club in Münster gespielt und wurde dann quasi nachts angerufen, ob ich denn morgen in Wacken spielen könnte. Und das Interessante ist, ich kannte nicht Wacken. Das ist wahr. Ich habe dann nachts mir das Programm drauf geschafft und habe am anderen Tag in Wacken gestanden. Und das, wie Kira eben gerade auch schon sagte, das war so groß und mein Schlagzeug war so groß auch. Ich konnte hinhauen, wo ich wollte. Ich habe immer was getroffen. Das war schon mal ganz gut, weil ich war unfassbar nervös. Irgendwie, das war echt schon so eine, wie Kira, das war so der heilige Gral. Und ich habe irgendwie gedacht, so vorher 150 Leute im Jazzclub, im Hot Jazzclub in Münster. Und am anderen Tag, Nightwish hat vor uns gespielt, wir haben noch Nightwish gespielt, 70.000 vor der Bühne. Das war für mich erstmal ein Schock. Das war ich nicht gewohnt. Ich habe einmal in eine Bassdrum reingetreten und alle, ich sag, oh. Das habe ich beim Jazzkonzert noch nicht geschafft. Wie hast du dich denn dann, ich meine, dieser Druck, man wird von einem auf den anderen Tag da ins kalte Wasser geschmissen. Wie hast du dich darauf, kann man sich überhaupt darauf vorbereiten? Ich meine, du hast die Nacht irgendwie dann versucht durchzumachen, aber wie viele Songs musstest du spielen? Ich habe 16. Also 16 Songs in, sagen wir mal, weniger als 24 Stunden. Ja. Wie hast du dich vorbereitet? Geht das überhaupt? Hast du dir Charts angefertigt? Hast du es auswendig gelernt? Hast du es einfach nur noch gehört? Wie läuft das ab? Also ich bin jemand, der sich das nicht vom reinen
Hören drauf schaffen kann. Ich bin wesentlich schneller, ich bin Notist. Also ich kann wirklich gut Noten schreiben, ich kann Charts lesen. Ich komme aus dieser Musical-Szene auch und habe mir nachts als allererstes die Songs rausgeschrieben. Wenn ich die Songs notiert habe, da kann ich sie zumindest, dann brauche ich sie mir nicht merken. Weil ich habe, bei mir ist das Problem, jetzt im Älterwerden so oder so, ich kann mir die Form, ich schmeiß die Formen durcheinander. Und bei der Band, wo ich dann gespielt habe, bei Axis, das ist eigentlich gar nicht technisch so schwer. Was die aber haben, und das hört man beim Hören tatsächlich nicht. Normalerweise hat ja Musik 8-taktige Formen, 16 Takte kommt ein Fill oder nach 4 Takten. Und bei Axis ist es dann so 10 Takte, 9 Takte. Wenn du das hörst, merkst du das nicht. Aber als Trommler kennt ihr das vielleicht auch. Du spielst einen Song und der klingt eigentlich gar nicht schwer. Aber beim Spielen merkst du, die sind überhaupt nicht da, wo ich bin. Da fehlt noch ein Takt. Und so ist das bei Axis, wie gesagt, das sind ja so die alten Haudegen, die eigentlich auch so aus den 90ern kommen. Da ist irgendwie immer ein Takt oder ein Zweiviertel reingeschoben. Und das war mir einfach zu gefährlich, auswendig zu lernen. Also ich habe das notiert und jetzt kommen wir zu einer ganz interessanten Sache. Ich dachte, scheiße, du kannst doch nicht im Wacken mit einem Notenständer spielen. Wie scheiße sieht das denn aus? Und ganz ehrlich, das war die größte Sorge, die ich an diesem Abend hatte. Ich sage, wo tue ich die Noten hin, dass das keiner sieht? Und jetzt kommt echt was ganz Interessantes. Könnt ihr sogar auf YouTube nachgucken. Und zwar, wenn ihr eingibt, Axis Wacken 2008. Ich habe dann gesagt, okay, Notenständer kann ich mir ja nicht da hinstellen. Ich habe mir dann eine zweite Snare-Drum da hingestellt, die natürlich mikrofoniert wird. Nein, die muss nicht mikrofoniert werden. Da machen wir jetzt ein Mikro dran. Nein, da schlage ich gar nicht drauf. Wieso schlägt du da nicht drauf? Ich sage, da liegen meine Noten. Was für Noten? Das war nicht so, ist der jetzt doof, der spielt jetzt nach Noten. Nee, was wollte der Scheiß denn? Also ich hatte einfach Schiss, dass ich mir die Sachen nicht draufschaffen kann oder nicht merken kann. Draufschaffen schon. Und habe dann wirklich die Snare da hingelegt. Und habe auf der Snare die Noten gelegt. Ich habe die sogar noch nachts foliert. Weil man, also das kenne ich ja von Noten. Kennt ihr das, wenn du einen Notenständer hast, kommt ein Windstoß und alle Noten. Ich habe, Alter, wenn dir das jetzt passiert, was machst du dann? So, jetzt kommt aber das Interessante. Also wir spielen, es lief auch gut. Kennt ihr das, bei mir ist das so, ich merke nach den ersten zwei Takten, läuft der Gig oder wird es lustig? Also lustig meine ich dann eher, boah, das wird jetzt eine Nummer, das wird jetzt hart. Ich merkte aber, es läuft ganz gut, die Band hatte auch Bock auf mich, die kannten mich ja auch nicht, die wussten ja auch nicht, was für eine blonde Pappnase da auf einmal sitzt. Und es lief ganz gut und dann gibt es einen Song, das ist Little War. Und Little War geht so, weiß ich nicht, unendlich lang die Bassdrum, einfach nur Viertel durch. Und dann schlage ich einmal auf die Snare und das Fell ist durch. Ich dachte, das kann doch nicht sein, mir ist noch nie ein Fell gerissen oder sehr lange nicht beim Konzert und die reißt das Fell. Dann kommt so ein Backliner, Snare-Gefälge, ah ja, was macht ihr? Schmeißt meine Noten weg. Schmeißt die Noten weg und nimmt die an, ist ja ein bisschen bescheuert. Dann hat er die Noten, dann hatte ich eine Snare, dann ging es irgendwie weiter und dachte ich, und weil ich ja mich auf die Noten verlassen habe, dann wusste ich gar nichts. Kennt ihr das, so einen völligen so, was machst du denn jetzt überhaupt? Ich habe dann echt weitergespielt und der war total... Und ich so, nein! Was will der denn? Was will der denn? Ich sag, meine Noten. Noten? Ey, dann hat er echt noch die... Dann kriegte ich die Noten mit. Dann passte die Reihenfolge natürlich nicht mehr. Ey, das war... Nein, also der Druck, ich glaube, ich habe gar keine Zeit gehabt dafür. Ich habe das hinterher wirklich gesehen, weil ich stand so unter Adrenalin und Strom und dann noch mit dieser kaputten Snare-Drum irgendwie... Und dann, bis er dann geschnallt hat, irgendwie die Snare-Drum, so, dann macht er mir die kaputte Snare auf den zweiten Snare-Drum-Ständer, wo die Noten natürlich in den Kessel der Snare reingefallen sind. Ne? Also, das waren echt so Sachen, das gibt's überhaupt nicht. Aber das war so mein Einstieg in diese ganze Metal- und Wacken-Szene. Und wer noch nicht in Wacken war, es ist der heilige Gral und es ist nach meiner Meinung auch sehr viel Metal-Tourismus dabei. Aber es ist wirklich eine besondere Atmosphäre. Also ich habe jetzt insgesamt 4-mal in Wacken schon gespielt oder spielen dürfen. Ich spiele jetzt in 3 Wochen. Wacken macht so Untercamps, so Ski-Resort, Full Metal Mountain heißt das. Und jetzt ist es Full Metal Holiday. Wacken in Mallorca, man soll es kaum glauben. Also ich bin in 2 Wochen in Wacken in Mallorca. Nächstes Jahr wahrscheinlich wieder auf Wacken, weil unsere neue CD kommt dann raus. Und das heißt nicht in Wacken, es heißt tatsächlich auf Wacken. Das finde ich das Interessante bei der ganzen Geschichte. Also wer noch nicht da war, es lohnt sich. Es hat
wirklich einen ganz besonderen Charme. Und das ist, glaube ich, das, was ich hier in Dresden auch an euch wiedergeben kann oder an die ganzen Helfer vom Drumfestival. Ich bin auch zum dritten Mal hier. Es ist mit so viel Herzblut von allen Leuten und auch ihr, ich meine, wie wir Artists empfangen werden, ich finde das echt klasse und nochmal echt toll, dass ihr da seid. Ja, also mal ein ganz großer Applaus an dich. Alle Helfer, Techniker. Genau, alle. Frank, an dich. An die Aussteller und alle, die hier involviert sind. Das ist eine wahnsinnige, tolle Atmosphäre. So, jetzt habe ich immer noch was zu verlosen, ne? Jetzt haben wir noch was zu verlosen. Also wir machen das aber anders jetzt. Wir machen jetzt keinen Schlagzeuger, wer bin ich? Sondern ich gehe ans Schlagzeug und spiele berühmte... Oh, das ist cool. Berühmte Grooves, Fill-Ins, whatever, aus dem Bereich, wir haben ja Heavy Metal als aus Thema hier, aus diesem Bereich. Und wer weiß, um welchen Song es sich handelt, der hebt die Hand oder schmeißt sich auf den Boden. Das kann der Dirk sich entscheiden. Und der kann auch noch was gewinnen, oder? Das heißt, du musst jetzt ein bisschen assistieren, du musst schnell gucken, schnell. Ich meine, in deinem Alter nicht ganz so einfach, aber schnell. Sowas muss ich mir im Podcast immer anhören. Könnt ihr euch das vorstellen? Bam. Boah, jetzt bin ich aber selber gespannt, ne? Ich auch. Wir fangen mal einfach an, oder? So zum Warmwerden. Sehr schwer. Und ich würde sagen, weil der nächste Song auch wirklich sehr schwer ist, schon auch nicht nur den Song nennen, sondern auch die Band und den Schlagzeuger. Sonst ist es zu einfach. Ich muss mich erstmal konzentrieren. Was hauen wir denn hier raus? Ja, ich greife einfach mal in die Wundertüte rein. Was würdest du gerne haben? Den Muffkopf. Den Muffkopf. Jawohl. Ich kriege noch 20 Euro dafür. Glückwunsch zum Muffkopf. Super, Glückwunsch. Das war jetzt... Okay, das war sehr schnell natürlich. Und man konnte es ahnen. Was... Und dafür hast du stundenlang geübt, ne? Tage. Tage. Ich hab's so fürchte. Und ich kämpfe mit dem Mikrofonstativ hier. So, jetzt habe ich es wieder. So, okay, nächster. Okay, nächster. Also ich glaube, wir beide denken den gleichen. Aber vielleicht noch jemand anders? Ja. Welcher Song? Enter Sandman. Okay, wer hat's gesagt? Ich greife in die Wundertüte mal rein. Er mit dem Wurstbrötchen. Wir haben ihm seine Mittagspause versüßt. Brauchst du Senf? Brauchst du Senf? Oh ja. Ich hab noch einen schönen. Jetzt aber. Und wie gesagt, der nächste gewinnt Freikarten für das 18. Dresdner Drum & Bass Festival. Das ist natürlich jetzt Silenzio. Auf mir lastet eine Last. Absolut. Es guckt auch jeder zu. Scheiße. Stimmt. Ich, ja genau. Jetzt weiß man es eigentlich. AC/DC, weißt du auch den Song? Richtig. In dem Alter muss er den Song nicht wissen. Back in Black, richtig. Super, ein Applaus. Mega, herzlichen Glückwunsch. Wie könnt ihr euch vorne an der Info... Das klärt ihr, genau. Das wird intern geklärt, jawohl. So mögen wir das. Wunderbar. Wir müssen auf die Uhr gucken. Wir müssen uns verabschieden. Wir verabschieden. Wir sagen vielen lieben Dank, dass ihr uns zugehört habt. Dieser Podcast, den ihr jetzt live mitgestaltet habt, wird nächste Woche Freitag erscheinen. Überall, wo es Podcasts gibt, Spotify, Apple Music. Ihr habt uns ja alle abonniert. Das heißt, ihr werdet ständig bling, bling, Signale bekommen. Genau. Und wir verabschieden uns natürlich mit unserem Intro, was auch gleichzeitig unser Outro ist. Genau. Das ist mir gerade aufgefallen. Sagt es allen weiter. Wie gesagt, abonniert den Podcast. Das hilft uns, an Reichweite zu gewinnen, weil
als Schlagzeug-Podcast, die das so regelmäßig machen, da sind wir, glaube ich, Spitzenreiter mit bald 71 Folgen. Das ist die 71. Folge. Und ja, es macht wahnsinnig viel Spaß. Und jetzt kommt unser Outro. Und ich weise immer noch mal darauf hin, auch im Podcast, wenn ihr uns auch auf YouTube, Instagram oder Facebook mal finden möchtet, dann tut dies gerne. Wir bieten sehr viel Content, und zwar mit Inhalt. Also nicht irgendwie so TikTok-Videos, wo man rumläuft und irgendwelchen Blödsinn erzählt. Nein, wir haben, also hier könnte der Eindruck entstehen, dass wir das so machen, aber wir haben tatsächlich auch Content zu bieten. Ne? Also, das war euer Podcast-Team. Timo, tschüss. Danke, Dirk und Timo. Wieder eine Festivalpremiere, unser erster Podcast. Ihr hört nun eine kleine Werbebotschaft unseres heutigen Sponsors. Wir vom Music Store freuen uns, diesen Podcast unterstützen zu dürfen. Die Drumabteilung ist eines unserer Herzstücke bei einer Ausstellungsfläche von fast 1000 Quadratmetern. Wir halten für euch eine der größten Drum- und Percussion-Abteilungen bereit, wo ihr so vieles aus dem umfangreichen Produktsortiment checken könnt. Mit bis zu 500 Becken, die bei uns antestbereit sind. Kommt zu uns in den Laden, lasst euch informieren oder geht direkt auf musicstore.de. Viel Spaß nun weiter mit dem Drum-Podcast. Ihr hört nun einige O-Ton-Aufnahmen von Ausstellern und Zuschauern aus Dresden. Bei mir habe ich jetzt den Lucky von Soundhoops. Soundhoops ist hier ein Aussteller auf dem Dresdner Drum Bass Festival. Zum ersten Mal, soweit ich das mitbekommen habe. Richtig. Wie schätzt du denn jetzt hier für dich zum ersten Mal dieses Drum Bass Festival ein? Es ist sehr interessant. Es ist also aus meiner Sicht nicht nur Bass, auch Schlagzeug. Also das in Kombi, wow, das lässt sich gut aussehen. Sehen wir euch dann nächstes Jahr auch hier wieder? Auf jeden Fall, definitiv. Also wir sind dabei auf jeden Fall. Wir kommen natürlich wieder mit Cube Drums, mit Dirk. Und wir lassen uns krachen nächstes Jahr. Neben mir steht der Rico. Der Rico ist ein Besucher des Drum Bass Festivals und er war schon die ersten paar Jahre mit am Start und ist jetzt wieder nach ein paar Jahren mit eingestiegen. Und Rico, was ich von dir gerne mal erfahren möchte, wie empfindest du hier die Atmosphäre auf dem 17. Drum Bass Festival? Ja, super schön. Also wir haben hier tolles Wetter. Wir haben eine super Atmosphäre mit vielen Artists, die wir jetzt schon gesehen haben. Ich bin heute mit meinem Sohn da und wir genießen das zusammen. Und wir, ja, ich bin ganz froh, dass wir das eben zusammen erleben können und hier schön Musik erleben können an diesem tollen Wetter. Neben mir steht der Tom. Der Tom ist Aussteller hier mit Musik Wein. Tom, wie empfindest du hier die Atmosphäre auf dem Dresdner Drum Bass Festival? Erstmal ist Spätsommer und Dresden ist eh eine wunderschöne Stadt und die Groove Station ist schon eine interessante Location, spannende, hat Charme auf jeden Fall und das ist eine gute Möglichkeit, unsere ganzen kleinen Artikel hier zu präsentieren im Dresdner Neustadt Altstadt Charme. Schön, dass ihr dabei seid. Würdet ihr nächstes Jahr dann auch wieder mit am Start sein? Auf jeden Fall. Wie gesagt, Dresden ist wunderschön und das ist eine gute Location mit verschiedenen Floors quasi, wo man ein bisschen rumschleichen kann und in verschiedenen Nischen schöne Sachen entdecken kann. Also auf jeden Fall, wenn man die Chance hat, kommen wir auf jeden Fall wieder. So, wir haben jetzt hier auf dem Dresdner Drum Festival den Thomas Franke vors Mikro bekommen. Thomas Franke ist selber Product Manager bei Pearl. Und Thomas, was macht für dich den besonderen Reiz des Dresdner Drum Festivals aus? Jo, das ist sehr interessant. Wir sind ja tatsächlich fast von Anfang an dabei gewesen. Ich glaube, vom zweiten, wenn ich richtig erinnere, zweite Festival waren wir mit dabei. Und seitdem haben wir dem ständig die Stange gehalten, in einem durch, konstant durch. Es ist immer ein besonderer Charme. Es ist ein bisschen alternativ hier und jeder packt an. Das ist irgendwie eine super tolle Atmosphäre hier. Das ist komplett anders wie bei den anderen Drum-Festivals. Und ja, das ist immer bewundernswert, wie das hier so klappt. Und ja, das ist toll und deshalb unterstützen wir das eigentlich regelmäßig. Und das kann ich nur bestätigen, dass es dieses Jahr wieder so war. Ganz klasse. Das Pearl-Lineup war fett oder ist immer noch fett dieses Jahr. Ja, zeigt halt, dass wir es wirklich unterstützen wollen. Und ich freue mich, dass die Jungs auch weitermachen und dass die weitere Ziele haben für die nächsten Festivals. Und wir sind mit Sicherheit wieder dabei. Und
Ja, was hat uns heute, ja, was der heutige Tag, der erste Tag, also Zacki hat eine große Nummer abgezogen hier, seine Aeroheads, die mal sich hier zusammengetan haben. Ich glaube, das war für alle eine große Sache. Image-Präsentation vom Dirk und Timo, großartig. Timo hat einen guten Job gemacht mit dieser Metal-Geschichte. Also ich habe ja eigentlich alles genossen. Frank It, ich bin überall mal rein und war grandios. Und ich glaube, den Leuten, den Zuschauern hat es auch extrem gut gefallen hier. Geile Sache. Prima. Thomas, vielen, vielen Dank für dein Statement. Und ja, da würde ich sagen, auf die nächsten Jahre Dresdner Drum Festival. Auf jeden Fall, wir sind dabei. Girl ist am Start. So ist es. Ja, hallo, Marc und Alex. Ihr beiden seid hier auf dem Dresdner Drum Festival und ich würde euch jetzt einfach mal fragen, was war denn euer Highlight heute? Alex, du als Erster. Ja, für mich war definitiv das Highlight Dimo Borgia, weil die Double Bass, das ist einfach schon Wahnsinn, das auch mal richtig so zu sehen. Wahnsinn. Krass. Und Marco, bei dir? Ja, hallo. Mein Highlight bisher waren Big Lamb, weil das Musik ist, die ich für mich eigentlich so nie entdecken würde, weil es einfach außerhalb meiner üblichen Sphäre ist. Und zwar also eine tolle positive Überraschung bis heute. Aber ich hoffe, dass das Haupthighlight der jetzige Workshop wird mit der History of Metal Drumming. Cool, da wird sich Timo freuen. Klasse, danke euch. Das war der Live-Podcast aus Dresden. Und der Dirk und ich, wir sind zwei völlige Profis, denn wir haben vergessen, unsere Empfehlung der Woche abzugeben, live in Dresden. Und das wollen wir jetzt natürlich noch nachreichen, denn keinen Schlagabtausch ohne Chefkoch-Empfehlung der Woche. Und ich bin jetzt einfach so dreist und beginne, denn ich empfehle diesmal einen In-Ear-Earphone, und zwar von der Firma Linsoul, den Linsoul KZ-Zax 1DD plus 7 dBA Hybrid Driver Hi-Fi In-Ear-Earphone. Das ist ein Earphone für alle, die nach einem hochwertigen Ear-Kopfhörer suchen, und zwar zu einem erschwinglichen Preis, denn das Teil kostet bei Amazon gerade aktuell geschmeidige 71 Euro. Man hat einen ordentlichen Klang, kraftvollen Bass, man hört alles sehr schön, präzise Höhen, das ist ein anständiges Gehäuse, das auch robust ist, also ein wahnsinniges Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich habe mir den zugelegt, weil ich des Öfteren mal auch schon meine In-Ear-Kopfhörer dann vergessen hatte einzuladen und dann nochmal extra in den Proberaum fahren muss, um sie mir zu holen. Und jetzt habe ich eben als quasi Zweit-In-Ear-Phones die Linsoul KZ mit am Start und ich bin echt begeistert für den Preis, hammermäßig. Also, wer ein bisschen was investieren möchte, 71 Euro, aber alles, was unter 100 Euro ist, ist ja auch noch halbwegs okay. Dirk, was hast du denn heute für uns? Ja, super Idee, weil ich bräuchte nämlich auch neue Foams, von daher, die werde ich mal auschecken, das passt nämlich super gut. Und auch mein Sohn, der hat nämlich auch, ich weiß nicht, ob die da auch passen, der hat diese ganz normalen In-Ears fürs, um Handy zu hören halt und sowas, Musik zu hören, und der braucht auch neue, mal gucken, da bin ich nämlich auch noch nicht fündig geworden. Vielleicht passen die ja sogar auch, muss ich checken. Ich glaube, die kann man auch für einen Aufpreis mit einem Mikrofon bekommen. Okay, oh, mal checken. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Okay. Ich meine, ich habe das auf Amazon gelesen. Aber was kredenzt du uns denn jetzt? Ich habe eigentlich auch was ziemlich Simples, was ich ziemlich cool fand. Und zwar, mich hat es echt genervt. Vielleicht du hast das schon. Ich bin ja recht häufig mit dem Vanessa Habeck-Trio, mit dieser argentinischen Blues-Gitarristin unterwegs oder auch mit dem Orgentrio. Und mich nervt es immer, die Becken zuzuschrauben. Und es gibt einerseits, weil ich ja Pearl Endorser bin, diese Clip-Dinger, aber die habe ich nicht bei allen. Die gibt es also bei den günstigen Hardware-Sachen nicht. Und ich habe bei Musikwein, bin ich fündig geworden. Und zwar heißen die Dinger Pinch-Clip. Die sehen eigentlich ziemlich komisch aus, funktionieren aber tadellos. Also ich habe keinen Bock mehr, die Becken zu schrauben. Besonders bei Jazz, da haue ich ja eh nie so drauf. Und mich hat es Tier, aber ohne fühle ich mich manchmal auch unwohl. Irgendwie, also wenn gar nicht so auf dem Becken drauf ist, also weil ich meine Becken auch manchmal gerade das Reiz so ein bisschen geneigt habe, wo ich dann denke, boah, wenn ich da doch mal so richtig Gas gehe, ob mir das dann nicht vom Ständer hüpft. Und die Dinger heißen Pinch Clip. Das sind so quasi, wie kann man das sagen, so fixiert die Becken mit so einer Art Klemmmechanismus an den Beckenständern. Ist so, die drückt man so auf, die sehen ziemlich lustig aus und drei Stück kosten 12,90 Euro und
fand die absolut, ja, damit ich nicht mehr schrauben muss, weil das Schrauben ist mir so auf den Sack gegangen. Irgendwie, entschuldigt bitte die Ausdrucksweise. Das ist für mich die Empfehlung der Woche, weil die sind so unscheinbar klein, nerven nicht. Und das, ja, die fand ich tierisch. Kennst du die? Ich kenne die, habe sie selbst auch noch nicht benutzt. Also es wird benutzt anstatt der Flügelschraube. Genau. Auf das Filz oben drauf gesetzt. Genau, das Filz ist noch oben drauf. Der Mechanismus ist total einfach. Wird nur zusammengedrückt und dann, und die halten echt bombig. Und die gibt es in verschiedenen Farben, oder? Ich glaube, ja, da war mir jetzt ziemlich egal. ich meine, ja. Die gibt es in Blau und in Rot, habe ich sie, meine ich, gesehen. Also ich habe sie in Schwarz. Ja, natürlich, du bist ja auch ein Metaller. Genau, im Blues-Trio. Yeah. Stimmt, jetzt wo du sagst. Nee, also check das mal aus. Das ist so meine, vielleicht mal auch ein Mini-Video davon, damit ihr euch das vorstellen könnt. Ich bin aber begeistert, wenn etwas schnell geht. Genau. Gerade wenn man viel auf- und abbauen muss und man muss alleine auf- und abbauen. Leider. Also, mega Empfehlung, muss ich unbedingt auch auschecken. Diese Clips gibt es überall im Fachhandel wahrscheinlich. Genau, überall. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war eine experimentelle Folge. Ich bin sehr dankbar, dass ihr uns bis hierhin gefolgt seid, dass ihr unser Experiment mitgemacht habt. Wenn ihr diesbezüglich oder auch was anderes uns noch schreiben wollt, also wenn ihr Feedback geben wollt, Kritiken oder sonstiges äußern möchtet, Vorschläge, schreibt uns doch bitte an podcast@drumsundpercussion.de oder schreibt ihn Dirk und mich persönlich an. Ihr findet uns auf Facebook, Instagram und natürlich auf YouTube. Also da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Bleibt uns, wie der Dirk immer so schön sagt, gewogen. Jetzt habe ich deinen Schlusssatz dir weggenommen. Ha, danke. Clever von mir, ne? Sehr ja. Gerne. Dafür nicht. Und ja, wir sind sehr gespannt, ob euch diese Folge auch gefallen hat. Wir sind jetzt im Moment sehr experimentell unterwegs, fällt mir gerade ein. Die vorige Episode mit Randy Black habt ihr uns ja ein positives Feedback bis jetzt gegeben, dass absolut. Ihr das cool fandet, dass der Dirk auch halbwegs ordentlich übersetzt hat. Genau. Als Simultan-Dolmetscher vielleicht doch noch eine Drittkarriere anstreben dafür. Aber mega, vielen lieben Dank. Und das letzte Wort hat heute der Herr Brandt. Ja, ihr Lieben, das war die 71. Podcast-Folge vom 17. Drum & Bass Festival. Ihr merkt schon, 7 und 1, wa? Ja, ich hab's damals nicht geschnallt. Das hat man mir in Dresden schon gesagt. Deshalb wollte ich jetzt einen raushauen. Nee, ich hab's da selber nicht kapiert. Aber finde ich schon ziemlich klasse. Nochmal an das komplette Team, Matthias Bartel, dem Richard, dem Philipp, dem ganzen Orga-Team, weil die helfenden Hände auf dem Dresdner Drum Festival war. Also einfach ein klasse Team. Nochmal einen Dank an euch, dass ihr dieses Experiment mit uns mitgemacht habt. Das war eine Premiere. Und ja, wir sehen uns in 14 Tagen, hören uns besser gesagt, nicht sehen, sondern hören uns. Timo, wir sehen uns dann über Skype. Ich freue mich auf euch. Lasst bitte in den Kommentaren doch mal was da, wie euch das Ganze gefallen hat. Und in 14 Tagen werden wir euch auch verkünden, denn der Timo und ich werden nächstes Jahr 4 offizielle Podcast-Workshops anbieten. Und die Daten dazu gibt es in 14 Tagen und ich darf euch schon sagen, der erste wird schon direkt im Januar nächsten Jahres sein. Bam! Also, passt auf euch auf, euer Podcast-Team Dirk und Timo. Tschüss! Heutiger Podcast wurde euch mit freundlicher Unterstützung vom Music Store aus Köln präsentiert.